Damen, sehr verehrte Herren. Mein Name ist Frauke Lohr. Ich habe das Vergnügen, mit Ihnen die nächsten 75 Minuten verbringen zu dürfen zum Thema der gesellschaftlichen und ethischen Herausforderungen der Digitalisierung. Ich freue mich, dass dieses Thema so einen bunten Zuspruch gefunden hat und wir hier in voller Halle sozusagen sitzen. Das zeigt doch die Relevanz. Und wir wollen heute beginnen mit einem Impulsvortrag aus dem Bereich Energie. Das ist vielleicht nicht der klassische Bereich, bei dem Sie an Fragestellungen, an ethische Fragestellungen der Digitalisierung denken. Sie werden aber sehr schnell feststellen bei den Beispielen, die hier gewählt werden, dass sie eigentlich prototypisch und exemplarisch sich auf andere Bereiche übertragen lassen und die Fragestellungen nicht so unterschiedlich in anderen Bereichen sind. Und ich freue mich zunächst ganz herzlich, Herrn Frank Westphal als unseren Impulsgeber begrüßen zu dürfen. Herr Westphal ist Geschäftsführer der Vinci Energy. Und ich möchte zwei Themen trotzdem strapazieren. Die eine ist die technische Seite. Und die meisten von Ihnen werden ein Ingenieurstudium absolviert haben oder gerade dabei sein. Und da fühlen wir uns alle schweinewohl. Und dann gibt es die andere Seite, die, und da freue ich mich schon auf die Diskussion später, sehr philosophisch vom anderen Ende des Planeten versucht, über diese Thematik zu diskutieren. Die Thematik und dieses englische Parlament jetzt und hier hat die Ethik als den Schwerpunkt. Wenn man Ethik googelt und sich Wikipedia anguckt, ich habe noch nie einen solch langen Wikipedia-Eintrag gesehen. Ich glaube, wenn man das ausdruckt, kommt man auf 28 Seiten. Am Ende des Tages steht der Mensch im Mittelpunkt. Ethik heißt der Mensch mit allem, was ihn ausmacht. So wie Sie heute hier sitzen, das, was Sie im täglichen Leben umtreibt. Als das Auto erfunden wurde, hat kein Mensch gesagt, das Auto muss den Fähigkeiten des Menschen angepasst werden. Es darf nicht schneller fahren, als ein Mensch rennt. Wir müssen unsere Menschen mitnehmen, unsere Arbeitnehmer. Weil wir das nicht tun, werden die abgehangen. Und wir müssen tatsächlich uns anstrengen dafür, um sie mitzunehmen. Wenn Sie unten die einzelnen Handlungsfelder sich anschauen, die Change-Bereiche, dann werden Sie feststellen, und das war für mich selber überraschend, das Thema Kultur ist die meistgenannte Change-Feld. Es ist nicht die Technik. Dass davor niemand gefeit ist, kann ich Ihnen aus eigenem Leben erzählen. Ich habe vor ein paar Monaten eine neue Marketingchefin eingestellt. Nach einem Monat Onboarding-Prozess, erstes Recap-Gespräch, wie fühlst du dich? Hervorragend, alles prima. Nur Frank, dein Social-Media-Auftritt ist eine Katastrophe. Ich habe gesagt, ich verstehe das überhaupt nicht, ich habe keinen Social-Media-Auftritt. Genau das ist das Problem. Die Mittelständler werden momentan überrannt, schaff dir einen CDO an und dann wird die Welt schon gut. Die Welt wird beileibe nicht gut. Unser CDO hat ein ganz kleines Team. Er hat vor allen Dingen das Team dafür, um das, was wir vorher gesagt haben, tatsächlich zu beschleunigen und mit 12.000 Menschen umzusetzen. So möchte ich eigentlich dafür werben, dass wir schon kontrovers diskutieren. Nehmt den Menschen mit. Oder Herr Dr. Groß hat vorhin zu mir gesagt, lasst uns das Thema bitte einfach erden. Erden auf den normalen Punkt. Was treibt den Menschen um? Ich glaube, wir brauchen Bildung. Wir brauchen definitiv eine Infrastruktur, die funktioniert. Versuchen Sie mal im Land Brandenburg einen Internetanschluss zu kriegen. Da kriegen Sie von der Telekom, glaube ich, 6 Mbit angeboten und da haben Sie es schon gut. Zukunft braucht Herkunft. Der Spruch ist nicht von mir, der ist von Odo Marquardt. Lassen Sie uns diese Welt digitaler machen, lassen Sie uns menschlicher machen und lassen Sie uns so machen, dass es uns allen Spaß macht. Ich bitte jetzt nach und nach meine Podiumsdiskussionsteilnehmer zu mir auf die Bühne. Ich möchte als zweiten Industrievertreter Herrn Alfred Ermer begrüßen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Ermer ist CEO der Arago Da Vinci GmbH und er hat eine langjährige Karriere im SAP-Umfeld hinter sich mit einem sehr erfolgreichen Börsengang und heute beschäftigt er sich ja mit dem digitalen Portfolio von Plattformen für künstliche Intelligenz und guckt, was man mit künstlicher Intelligenz machen kann in verschiedenen Anwendungsfeldern. Herzlich willkommen. Ja. Als nächsten Teilnehmer bitte ich auf die Bühne Herrn Prof. Dr. Steffen Augsberg. Herzlich willkommen. Herr Augsberg hält einen Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Justus Liebig Universität in Gießen seit 2013. Sein Weg hat ihn nach dem Jurastudium, ich würde mal sagen, auf Deutschlandtour geführt. So kann man das sagen. Da waren Stationen wie Trier, München, Heidelberg, Hamburg, Köln und das Saarland dabei, bevor er seine Niederlassung quasi in Gießen aufgeschlagen hat. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates und Sprecher der
Arbeitsgemeinschaft Big Data herzlich willkommen. Als Counterpart möchte ich ganz herzlich Herrn Dr. Bruno Gransche auf die Bühne bitten. Herr Gransche vertritt das Fach Technikphilosophie, Ethik und ist damit an der Universität Siegen mittlerweile aktiv, wo er sich genau mit dem Thema dieser Session beschäftigt, nämlich mit den ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Digitalisierung. Er kommt nämlich eigentlich aus dem Gebiet Zukunftsforschung, wo er im Fraunhofer ISI lange Zeit tätig war und heute noch Fellow ist. Herzlich willkommen, Herr Gransche. Ich freue mich zusätzlich sehr, Herrn Günther Kegel mit in die Runde bitten zu dürfen, der ein Studium der E-Technik absolviert hat und dann bei Pepper und Fuchs eingestiegen ist, viele Jahre dort aktiv war, heute Vorsitzender der Geschäftsleitung in diesem Unternehmen ist, aber nicht nur das, Sie haben ihn vielleicht heute Morgen schon gesehen, er ist gleichzeitig Präsident des VDE, er ist Vizepräsident des Zentralverbandes Elektrotechnik, Elektroindustrie, ZVEI. Und ich darf noch ganz herzlich Herrn Dr. Christian Groß auf die Bühne bitten. Er ist Leiter des Konferenzservice beim VDE und vertritt quasi die operative Ebene. Er hat eigentlich mal an der RWTH, wo wir uns hätten begegnen können, naja, vielleicht doch ein paar Jahre dazwischen, Metallurgie und Werkstofftechnik studiert und hat dann aber die Geschäftsführung in der Bischöflichen Akademie des Bistums Aachen und des Hauses am Dom in Frankfurt inne gehabt, bevor er zum VDE ging. Also was ganz anderes. Und zwar hat es eine Umfrage beim VDE gegeben mit etwa 60, 70 Leuten, die unter Regie von Christian Groß durchgeführt wurde. Und da war die Frage, wie soll eigentlich der Mensch in Bezug auf die Verantwortung zu den technischen Systemen stehen? Und da gab es die Möglichkeiten, mehrfach Antworten anzukreuzen. Und Sie sehen hier, also 64% bei dieser Umfrage haben gesagt, Verantwortung führt zu Selbstbestimmtheit, sie lässt sich nicht automatisieren und moralische Verantwortung ist nicht delegierbar und nicht auf technische Seite umsetzbar. Mit 63%. Und die Frage, die sich also stellt, wie ist das in Relation zu technischen Systemen der Mensch? Wie ist das mit dem Thema der Verantwortung? Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Ermer. Sie beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz. Da weiß man ja nicht, an welcher Stelle vielleicht auch noch Fehlerquellen sind. Wo ist denn da die Verantwortung und an welcher Stelle sollte man vielleicht stoppen aus Ihrer Perspektive? Ja, zunächst mal, KI ist ja nichts anderes wie Software und Algorithmen und natürlich gibt es keine Software, die fehlerfrei ist. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, wie wende ich diese Technologie an, dann ist die Technologie, auch unsere Technologie, nichts anderes als einfach ein Tool, ein Hilfsmittel. Das heißt, es kommt immer noch darauf an, wer es nutzt und mit welcher Motivation es nutzt. Naja, schlechtere Algorithmen in Kauf nehmen klingt ja von vornherein irgendwie etwas wenig ambitioniert. Also das sollte nicht unser Ziel sein, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass man Verantwortung klar abgrenzt. Und in dem Beispiel, wie Sie das genannt haben, ist es natürlich ganz wichtig zu sagen, je präziser ich Dinge vorgebe, desto besser werden die Ergebnisse sein. Das ist auch ein Lernprozess. Mir scheint es aber ganz wichtig zu sein, dass man das weder idealisiert noch perhorresziert, also weder irgendwelche übertriebenen Erwartungen da reinsteckt im Sinne einer 100%igen Sicherheit, noch irgendwie davon ausgeht, dass das dann irgendwie alles von vornherein den Bach runtergeht. Und gerade in dem Konzept des autonomen Fahrens steckt ja, glaube ich, schon so eine gewisse begriffliche Unschärfe drin. Denn so wie Sie das beschreiben, hat das mit Autonomie in einem herkömmlichen Sinne, mit Handlungsurheberschaft in einem philosophischen Sinne relativ wenig zu tun, sondern da geht es um eine spezifische, avancierte Form von Programmierung. Und das ist für die Verantwortung dann ja gar nicht so schwierig, vielleicht in den Griff zu bekommen. Wichtig scheint mir aber in so einer Folgebetrachtung auch zu sein, dass wir immer parallel sehen, was ersetzen wir eigentlich. Also nicht irgendwie den tödlichen Unfall sehen und sagen, um Gottes Willen, es kommt zu Unfällen, sondern gleichzeitig auch in den Blick nehmen, welche Unfälle werden denn vermieden. Und das ist, glaube ich, in der Analyse, gerade in der medialen Analyse, etwas, was häufig unter den Tisch fällt, dass wir so idealisieren, wie der Mensch irgendwie als irgendwie Urheber seiner eigenen Handlungen das macht und die ganzen menschlichen Unzulänglichkeiten, die wir ja nicht nur schätzen, die werden dann gewissermaßen eingepreist und als normal empfunden und umgekehrt bei der KI-Seite wird das als gewissermaßen Grund dafür genommen, um es möglichst nicht einzusetzen. Also kurze Antwort wäre zu sagen, natürlich arbeiten wir an einer Optimierung, aber ich glaube, wir dürfen irgendwie nicht aufgrund der Tatsache, dass etwas nicht von Anfang an perfekt funktioniert, irgendwie den Rückschluss ziehen, das dürfen wir gar nicht wagen.
beim Thema Autonomie. Ich gucke mal in Richtung des Philosophen und Ethiker. Der Autonomiebegriff wird ja eigentlich ziemlich vermischt im Volksmund, sodass Ihnen doch da eigentlich immer die Haare zu Berge stehen müssten, oder? Ja, also man hat einen Alltagsgebrauch von Sprache und das ist völlig in Ordnung, Autonomie mal das und das zu bezeichnen, solange die Gesprächspartner wissen, was gemeint ist. Das ist aber genau das Problem, wenn so ein Begriff eine gewisse Hype-Charakter kriegt. Und hier dieser zweite Satz mit moralischer Verantwortung zielt auf eine sehr hohe Stufe oder ein komplexes Verständnis von Autonomie. Also wenn man mal grob vielleicht drei Ebenen annimmt, dann gäbe es sowas wie die freie Wahl der Mittel, einen Zweck umzusetzen, dann die Wahl der Wege oder Strategien, das zu tun und schließlich die Freiheit, diese Zwecke zu setzen. Und das wäre die moralische Autonomie. Und egal wie autonom auf den unteren Ebenen Technik wird, was ich alles an Mittelwahl, Strategien, Prozessen delegiere an Technik, eins kann ich nie vermeiden als Mensch, die Zwecke zu setzen. Selbst wenn ich die einfach nur übernehme oder mir von Technik vorschlagen lasse, ich bin immer noch dafür verantwortlich, diese Entscheidung, wenn sie von Technik kommt, zu übernehmen. Und daher kommt es, dass diese moralische Verantwortung, die Zielsetzungsfreiheit auf Menschseite nicht delegierbar ist an Technik. Und so ist auch der zweite Satz hier gemeint. Auf technischer Seite wird Autonomie mit ganz verschiedenen Dingen bezeichnet. Also es geht los mit ohne Stromstecker, umweltsensitiv, also irgendwie Sensoren, die Umwelt wahrnehmen, dann aber auch gerade umweltunabhängig. Also da gibt es ganz verschiedene Arten und Weisen. Das Problem ist, dass diese Problemkomplexität nur noch in interdisziplinären Verbünden geregelt werden kann. Also müssen viele Perspektiven zusammenkommen, wie wir hier auch gerade stehen. Und dann wird es umso wichtiger zu sagen, was wir meinen, wenn wir sagen Autonomie. Wie steht der VDE zu dieser Problematik? Wer möchte von Ihnen? Ich fange vielleicht mal an. Das ist natürlich fraglich, ob man überhaupt die technische Komplexität, die sich in Geräten heute darstellt, noch überblicken kann. Ob als Verbraucher oder Ingenieur, auch ich verstehe das iPhone nicht im Detail, was da alles abläuft. Was wir sehen, ist eine gekapselte Komplexität. Das heißt, wir als Anwender nehmen an der Oberfläche nur noch einen Bruchteil der Komplexität wahr, die in Wirklichkeit in der Technik implementiert ist. Es ist also völlig normal, dass wir die vollständige Wirksamkeit dieser Geräte nicht beurteilen können. Das ist auch kein neues Phänomen. Wir arbeiten mit dieser Art Technik schon seit über 100 Jahren und wir haben gelernt, wie wir diese Technik in Normen und Standards so beschreiben, dass wir einen Stand der Technik definieren können, von dem wir überzeugt sind. Wenn wir uns an diesen Stand der Technik halten, dann treten bestimmte sicherheitsrelevante Funktionen ein, Risiken werden gemindert und die müssen dann eben, das ist das Thema Zwecksetzung, helfen, das eigentliche Schutzziel zu erreichen. Und da reicht es eben nicht aus zu sagen, naja, so ungefähr hat es geklappt, sondern wir hatten noch im letzten Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts in der Industrie etwa so viele tödliche Unfälle, wie wir sie heute im Individualverkehr haben. Wir haben diese Zahl auf null runtergefahren. Durch den Einsatz technischer Mittel. Und glauben Sie mir, ich kenne keinen Betriebsführer, der verantwortlich ist für Maschinen und Anlagen, der auch nur im Ansatz die Komplexität hinter den Geräten verstanden hätte. Aber er kennt den Zweck und er weiß, dass diese Geräte nach Normen geprüft sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Auch diese Geräte sind nicht zu 100% fehlerfrei. Aber die Fehlerfreiheit oder die Fehlerrate ist so verschwindend gering, dass wir einfach mit den Mitteln der Statistik sagen können, dass hier eigentlich kein realistisches Unfallszenario mehr besteht. Wir haben es dadurch wirklich geschafft, die Zahl der Unfalltoten durch Maschinen und Anlagen, die also nicht durch Dummheit der Menschen, Wege, Unfälle und ähnliches, sondern wirklich durch Maschinen verursacht, auf null zurückzufahren. Da steht der Individualverkehr noch vor einer riesen Herausforderung. Aber auch da muss natürlich das Ziel zum Schluss sein, dass wir kein Menschenleben im Verkehr mehr verlieren wollen. Und dazu werden wir technische Systeme einsetzen müssen. Und die Komplexität wird auch dort den einzelnen Autofahrer, den einzelnen Menschen immer überfordern. Selbst den besten Ingenieur wird das überfordern, weil es eben heute Systeme sind, die eigentlich keine Systemgrenze mehr haben. Und die Komplexität müssen wir kapseln für den Bediener. Und er muss sich darauf verlassen, dass wir das nach Normen und Standards ausführen, die eben den Stand der Technik darstellen. Und das entschuldet einen zunächst mal juristisch, wenn man das tut, entschuldet einen aber ein Stück weit auch moralisch. Von Ihnen Ergänzung, Herr Groß? Oh ja, weil das ist genau die Steilvorlage, die der Herr Westphalmer im Übrigen auch eben gegeben hat. Wir sind Ingenieure, das heißt, wir haben eine sehr intensive Ausbildung, mathematisch, naturwissenschaftlich und so weiter, eine breiten Ausbildung. Insofern sind wir durchaus gewöhnt, uns in Probleme reinzudenken. Aber in der Konsequenz versuchen wir, Dinge zu vereinfachen. Ich wurde gestern auf der Medica gefragt,
ganz kritisch, spitz, wofür brauchen wir diese Ethikdiskussion eigentlich? Ist das irgendwas, was uns jetzt wirklich weiterhilft? Und Sie haben, Herr Kegel, genau die Antwort gegeben, aus dem Blickwinkel eines vernünftig denkenden Menschen und insbesondere aus unserem Blickwinkel der Ingenieure ist es notwendig, genormte, standardisierte Verfahren zu haben, die uns Sicherheit bieten. Und wir reden über Safety and Security. Das heißt, wir reden über funktionale Sicherheit, wir reden über Datensicherheit. Und da haben wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg Methoden gefunden, wie wir das machen wollen. Und deshalb unser Zuruf aus der Normung: Lasst uns aus dem, was die VDE 100 mit sich bringt und aus dem, was wir aus der funktionalen Sicherheit gelernt haben, Schlussfolgerungen ziehen, die wir in der Ethik anwenden wollen. Wir wollen Dinge, die dem Menschen helfen und ihn in seinen Fähigkeiten effizienter machen, aber ihn doch nicht ersetzen, gerade in den Punkten von Empathie und Kreativität. Warum bin ich kreativ? Weil ich irgendwas ausprobieren will aufgrund gesunder Neugier oder weil ich eine bestimmte Vorstellung habe, irgendwas zu erreichen oder zu realisieren. Zwei Kommentare oder Ergänzungen vielleicht zu den Aussagen mit der Kreativität. Das Spiel ist in der Philosophie sehr bekannt und nennt sich Anthropologie. Da gibt es alle möglichen Definitionsversuche. Hans Lenk hat mal über 500 gesammelt. Also der Mensch ist das kreative Wesen, das spielende Wesen, das Technik und so weiter. Kann man jetzt eine halbe Stunde aufzählen. Man kann sagen, die sind in der Philosophie alle insofern gescheitert, als es keine Einigung gibt, was da gilt. Sondern es ist immer eine Hinsicht und es ist eine Art und Weise, etwas zu betonen, was einem wichtig ist. Insofern haben hier die 94% eben betont, dass sie bei Menschen Kreativität wichtig finden, ohne dass damit gesagt wäre, dass nicht kreative Menschen deswegen keine Menschen wären. Das sind ja die Ausschlusskriterien von der Definition dann. Das Zweite ist, was wir gehört hatten, Sie haben gesagt, dann hat der Arzt mehr Zeit. Naja, oder eben mehr Patienten. Das ist ein Phänomen, das wurde mal Jahrhundertlüge der Technik genannt. Es ging in den 50ern schon bei der Waschmaschinenwerbung. Jetzt hat Mami wieder Zeit für mich, ja, weil sie nicht mit der Hand waschen muss. Hat sich nie eingelöst. Also ganz viel Technologie wird mit diesem Effizienzgewinn beworben. Heute sieht man dann vor allem Yoga praktizierende Leute, die dann die Technik für sich arbeiten lassen und sind gestresster denn je. Denn die Gesellschaft weiß, dass sie da Zeit sparen mit E-Mails gegenüber Briefen zum Beispiel und erwarten von ihnen, dass sie in der Zeit was anderes und mehr tun. Das sind zeitliche Rebound-Effekte. Und beim Arzt könnte das dann so sein, in der Pflege sehen wir solche Prozesse schon, dass man sagt, mit technischer Unterstützung sparen die Zeit ein. Und dann müsste man aber die Zeit beim Patienten auch entsprechend wertschätzen und freilassen und einteilen. Was tatsächlich aber passiert ist, dass man einfach den zu betreuenden Zyklus, also die Anzahl der zu Pflegenden vergrößert, denn man kann die ja durch die Technikunterstützung in kürzerer Zeit, ich sag mal, abarbeiten. Das heißt, wir brauchen dann auch, das ist eine Frage der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Wertschätzung, wie die frei werdende Zeit von effizienter Technik wieder eingesetzt werden darf. Und daran sieht man auch, dass effizientere Technik dafür keine Lösung ist, denn sie hat ja allererst diese zu verteilten Zeitguthaben geschaffen. Und wäre eine Aufgabe zu diskutieren, auch aus ethischer Sicht, zu sagen, wenn wir es schaffen, Technik Zeit sparen zu lassen, effizienter zu werden, Prozesse zu optimieren und so weiter, was machen wir dann mit der Zeit, die frei wird? Und das ist eine gewichtige Entscheidung für die Zukunft in der Digitalisierung. Und eine Anekdote aus meiner Erfahrung sagen, ich habe mal einen Zukunftsworkshop moderiert mit Wissenschaftlern aller Couleur unterschiedlicher Universitäten über die Auswirkungen von Digitalisierung auf die Forschung und auf die Wissenschaft. Und heute sind die Wissenschaftssysteme so basiert, dass sie am Erfolg eines Einzelnen hängen, dass oft Arbeitsgruppen parallel arbeiten, dass Wissen nicht miteinander vernetzt ist, nicht darauf aufgebaut wird und man eigentlich der Entwicklung im Grunde genommen selber im Weg steht damit. Wenn sich diese Rolle ändert, wenn plötzlich Bilder miteinander verknüpft werden können, Sprachen, Texte und das Wissen eigentlich als Kontinuum entwickelt wird und die Rolle des Einzelnen gar nicht mehr mit der Reputation, die das Wissenschaftssystem heute hat, an diese Person geknüpft ist, heißt das, dass sich die kompletten Rollen ändern. Und die Frage des Selbstverständnisses ist, was ist eigentlich meine Rolle als Wissenschaftler? Interpretiere ich Wissen? Ich brauche viele Messknechte, in Anführungsstrichen, die heute in naturwissenschaftlichen Laboren arbeiten, im Bereich der Forschung, um Daten zu generieren. Das brauchen wir in Zukunft nicht mehr. Und ich habe gemerkt, da haben sich zwei
Lager aufgetan innerhalb von Sekunden, nämlich diejenigen, die gesagt haben, es kommt eh, wir müssen unsere Rolle neu definieren, wir sind doch schon mittendrin, und diejenigen, die wirklich betreten, geschwiegen haben und überlegt haben, was ändert sich dann für uns im Bereich Wissenschaft, also man muss gar nicht in diesen Ernstfall reingehen. Und entsprechend werden Normüberschreitungen dann sanktioniert, zum Interaktionsabbruch führen und so weiter. Und so ähnlich ist das bei Technik auch in der Normung. Da wird auch Passfähigkeit in der Interaktion hergestellt über Normierung. Nur ist es eine andere Form von Norm. Also wir haben, man könnte schon sagen, auf der einen Seite menschliche Moral im Sinne von Ensemble von Üblichkeiten, die anerkannt sind. Und auf der anderen Seite kann man auch so sagen, technische Moral. Das ist eine schwierige Wortkombination, aber als Ensemble von Üblichkeiten in der Technik durchaus. Die Frage ist jetzt, wenn wir in eine hybride Gesellschaft voranschreiten, wo intelligente künstliche Agenten, sozial agierende Roboter mit Menschen interagieren zusammen in hybriden Kontexten, dann haben wir zwei verschiedene Sorten von Moralen oder Normgeltungen, einmal auf der Menschen-, einmal auf der Technikseite. Und die Frage wäre, in dieser Interaktion, was soll gelten? Jetzt kann man pauschal immer sagen, der Mensch steht über allem. Die menschliche Norm soll gelten, aber Menschen haben was ganz Spezifisches, was in der Folie vorher gezeigt war. Sie überschreiten und brechen Regeln. Das ist aber auch sehr gut so, denn genau dafür sind sie ja verantwortlich. Würden Menschen immer nur Regeln wie Technik abfolgend durchprozessieren, wäre das keine Autonomie und sie wären auch für ihr Handeln nicht verantwortlich. Das ist im Übrigen fürs Gelingen von Interaktion auch sehr gut, das sieht man im Verkehr. Da gibt es ja strenge Regeln, die Straßenverkehrsordnung, aber der Verkehr, machen wir uns nichts vor, funktioniert, glaube ich, nur, weil der Einzelne diese Regeln ab und an auch bricht und überschreitet, um das am Fließen zu halten. Das wäre etwas, eine Haltung zu Geltung von Regeln, das Technik nicht einnehmen kann. Also sich wiederum selbst autonom in eine Position zur Geltung von Regeln zu setzen, das wäre etwas, was auf der Menschseite dazukommt, was diese Normen und die Moralen angeht. Und das müssen wir irgendwie in hybriden Systemen abbilden. Also ich glaube, wir müssen diese Positionierung zu den Regeln zulassen bei den Menschen, denn genau dafür sind sie verantwortlich und auch verantwortlich zu machen. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass nicht in der hybriden Interaktion die Technikregeln, die Techniknormen auch zu Menschennormen werden, denn das wäre fast ein Kategorienfehler. Und trotzdem brauchen wir auf beiden Seiten die Normen, weil es sonst nicht funktionieren würde. Also nicht genormte Technik wäre im Handeln sehr ineffizient, würde gar nicht funktionieren, oft zu Unfällen führen. Und genauso wie nicht genormte Interaktionen, also nicht auf ethischen Üblichkeiten basierende Interaktionen, oft zum Abbruch führen würde. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf diese Devianz der Menschen nochmal hinzuweisen, das auch als menschlichen Faktor auszuweisen. In der Interaktion von Mensch und Maschine wird sicherlich auch ein zentraler Punkt genau diese Normorientierung sein. Und das Menschliche ist dann wahrscheinlich auch eine Fähigkeit, seine eigenen Unzulänglichkeiten zu reflektieren und gegebenenfalls auszugleichen. Sie haben mir eine große Freude gemacht, als Sie Odo Marquardt, den Gießener, wenn ich das sagen darf, Philosophen zitiert haben. Von Odo Marquardt stammt nicht nur Zukunft, braucht Herkunft, sondern auch das wunderbare Wort der Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Das bezieht er auf sein eigenes Fach, die Philosophie, das lässt sich aber natürlich anthropologisch wenden und als ein Kernkennzeichnen des Mängelwesens Mensch ausweisen. Genau diese Fähigkeit, dass wir auch wissen, was wir nicht wissen, was wir nicht können, dass wir in einer bestimmten Situation auch vielleicht wissen, was wir nicht wollen. Also mein Standardbeispiel ist immer die rote Ampel. Ich weiß nicht, wie das den Damen und Herren im Publikum geht. Eine rote Ampel ist für mich als Autofahrer ein Gottesgesetz. Als Radfahrer ist das ein Hinweis, als Fußgänger ist das irgendwie irrelevant. Was überhaupt nicht rational ist, weil natürlich als Fußgänger ich viel stärker gefährdet bin, aber ich habe eine ganz unterschiedliche normative Wahrnehmung eigentlich einer identischen Vorgabe. Und das ist was Menschliches. Die Maschine lebt natürlich davon, nicht nur von den Daten, die sie gelernt hat, auf der sie aufhört, sondern auch von den entsprechenden Handlungsanweisungen. Und diese Fähigkeit, Inkompetenz zu kompensieren, die ist wahrscheinlich noch nicht ausgebildet. Das heißt, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dass wir dementsprechend ja auch in der Schwierigkeit sind, dass wir aporetische Situationen, die wir menschlich irgendwie einfach so dem normalen Urteilsvermögen beantworten würden, jetzt vorab klären müssen. Deshalb kommen dann alte philosophische Dilemmata irgendwie wieder aufs Tapet, irgendwie, die wir so im Alltagsgebrauch längst nicht mehr verwenden, aber die wir jetzt vorprogrammieren müssen.
Ich würde mir wünschen, dass einfach mehr Menschen an diesen Diskussionen und auch an den Arbeiten rund um konsensuale Normung und gemeinsame Festlegung von Werten, aber auch Zwecksetzungen teilnehmen. Ich finde, eine Diskussion, wie wir sie hier haben, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, ist extrem erhellend, was die Erkenntnisse angeht und ist auch für eine dann fortgesetzte Ingenieurarbeit in Standardisierung, in Normung wichtig. Das wäre mein Wunsch, dass wir solche Diskussionen öfter führen und einfach die Diskussion nicht abreißen lassen. Ja, also ich greife das auf. Ich wünsche mir Ethik in Normung. Ich wünsche mir Streitkultur, Auseinandersetzung und ein Bild. Wir haben Spaß an unserem Beruf. Das heißt, wir wollen nichts verdrängen. Wir wollen Menschen mitbringen und wir wollen Begeisterung für neue Technologien. Ich habe eine kleine Tochter. Deshalb wünsche ich mir zunächst mal dieses wunderbare Gerät, was Sie da präsentiert haben, das der Herr hatte, der in seinem, auf der Terrasse sitzt und in den Garten blickt und dann alle seine Vorlesungen irgendwie so projizieren kann. Das, wenn Sie das bitte für mich entwickeln würden, wäre ich sehr dankbar. Und ansonsten würde ich mich anschließen wollen, dem Wunsch nach einem weiter in bestehenden, verstärkten Dialog und vielleicht von einem weg von dem, was Sie vorhin auch so schön die Bindestrichethiken genannt haben. Also diese Vorstellung, dass wir immer das so in Teildisziplinen und unter irgendwie Gruppen diskutieren und eigentlich so nicht über das große Ganze miteinander ins Gespräch kommen, obwohl wir, das hat sich glaube ich auch in der Diskussion heute gezeigt, doch in ganz, ganz unterschiedlichen, zunächst vielleicht disparat erscheinenden Teilbereichen ganz ähnliche Probleme gewärtigen und insoweit auch die gemeinsame Diskussion, auch das interdisziplinäre Gespräch an der Stelle, glaube ich, ausgesprochen befruchtend wirken kann. Ja, anschließend an diese Aufrufe zum Dialog und vielleicht der Zukunftsforscher, ich war ja auch Zukunftsforscher und ich würde mir sehr wünschen, weil das der Hintergrund dessen ist, wo sich vieles entscheidet zur Gestaltung, Normierung und so weiter, dass wir vielleicht mehr Gespräche auch darüber führen, wie wir die Zukunft positiv sehen, also einen positiven Zukunftsentwurf diskutieren. Und positiv meine ich nicht rosafarben, sondern im Sinne von positiven Wertbestimmungen und nicht durch ex negativo Verfahren. Odo Marquardt hat auch sehr schön gesagt, der Mensch ist der Anknüpfenmüsser. Also er muss, um sinnstiftend im Leben sein zu können, anknüpfen können. Das heißt, an Vergangenes anknüpfen, um in die Zukunft zu kommen. Wenn das mal abreißt, ist das eine Katastrophe. Und insofern würde ich mir wünschen, dass die Anknüpfenmüsser anknüpfen können. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Hiersein, für Ihre Aufmerksamkeit und einen ganz, ganz tollen Applaus für unsere Referentenrunde.